Wasser ist kostbar, auch in Deutschland. Diese Bäume hier, die leiden unter erheblichem Trockenstress, ausgelöst durch Wassermangel. In manchen Regionen ist dieses Jahr nicht mal halb so viel Regen gefallen wie üblich. Und deshalb liegt es an uns allen, die Wasserressourcen zu schützen und etwas für die Umwelt zu tun. Und Finnisch will mithelfen, unter anderem mit diesen jungen Bäumen hier. Deshalb bin ich heute in Treuenbrietzen in Brandenburg. Hier hat 2018 ein furchtbarer Waldbrand gewütet. Ich treffe Christoph Rullmann von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Wie geht es im Wald? Ja, sehr schlecht. Wir haben jetzt zwei trockene Jahre hier gehabt. Der Klimawandel ist hier angekommen. Und deswegen pflanzen wir hier Eichen, weil die mit ihrer langen Wurzel sehr gut an das Wasser kommen. Solange es noch Wasser gibt. Wir müssen also sparsam mit dem Wasser umgehen. Und jetzt fangen wir an. Jetzt pflanzen wir Bäume. Damit dieser Wald hier wieder zu alter Form findet, unterstützt Finnisch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit 50.000 Euro. Das heißt, hier werden 10.000 Bäume gepflanzt. Und du bist die Nummer eins. Und auch jeder von uns kann mit ein paar ganz einfachen Tricks weiterhelfen, Wasser zu sparen. Zum Beispiel Spülmaschine benutzen. Hier kann man pro Spülgang bis zu 49 Liter im Vergleich zum Handspülen sparen. Auch das Vorspülen einfach weglassen. Spart nochmal 24 Liter. Also macht mit bei Finnisch spart Wasser.